Damit wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu Alex. Ich war am Überlegen, was ich aufnehme. Ich bin mal jetzt hier mit Alex noch nicht so ganz sicher, aber wir werden sehen, was passiert. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Was bist denn du für einer? Bist du der mir das geklaut hat, oder nicht? Nee. In die Fresse. Direkt. Geht's wieder? Was? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ganz wie du willst. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Was mir gerade auffällt, ist, dass die Musik in-game etwas zu laut ist oder der Kollege etwas zu leise ist. Das hätte man besser anpassen können. Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Das ist gar nicht so eine blöde Idee. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl?
Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Ja, aber... Ach. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung. Ja, genau, das habe ich mir auch eben gedacht. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Im Moment nicht. Später wieder. Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Geh weiter. Bleib hinter mir. Was ich immer wieder interessant finde, ist, du läufst dann so 10 Meter und dann labert er dich wieder voll ab hier, ja? Fleischfresser, aufpassen. Weil die natürlich auch keine 10 Meter weitergehen. Aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst. Was ist dies? Kälte gestiegen, Kälte gesunken. Was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Mal angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Jetzt hat er doch gesagt gehabt, dass ich zu viel Farbe habe, weil ich lange nicht mehr da bin. Ist es, wenn Kälte steigt, dass ich dann mehr zu diesen Alp werde? Oder wenn die Kälte sinkt, dass ich mehr wieder zu einem Menschen werde? Keine Ahnung. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Hey, nimm, was du kriegen kannst. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Ein Audio-Tor. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, ja, warte mal. Die Leichen der Kleriker noch da sein. Elixit. Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Intelligenz, Gesundheit. Ja, wir sind ja Genius, also, ne?
Achso. Dann, 3 haben wir noch. So, hier oben steht's auch. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier hingeguckt. So. Werfen, übernehmen. Ja, ich bin da. Ich war doch eben noch so Viecher gewesen. Was ist das? Dieser Ort eignet sich als Vorhaben für... Ach du Kacke. Das kann ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. So, ich habe keine Pfeile mehr. Gut. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Okay, neuer Versuch. Hätte ich vielleicht auch machen können. Aber ich kann jetzt gleich... Wow. Jetzt reicht's mir! Dieser Feld eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Lol. Wieso machst du das jetzt so einfach und lässt mich vorhin verrecken, Alter? Also los. Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte Audio tun. Okay. Nice. Ist da schon wieder irgendwas? Mal fertig. Bam. Los geht's. Junge Hornwolf. No. Ja, mir auch langsam. Eine Rohrzange. Was geht jetzt hier drin? Ach, hast du es hingekriegt, ja. Sehr toll. Kann's weitergehen? Ja, jetzt hätt's doch nicht so. Oh. Was brauchst du denn dafür? Achso. Geschicklichkeit 50.
Alter. Ja, das war jetzt... Warum hast du das eben nicht gemacht? Haben wir denn hier? Schlafen im Schlafsack. Mana-Trank, Magnesium-Fackel. Guter Becher. Jo, gib her den Scheiß. Hm. Goldbrocken. Ja, siehst du, es hat sich wieder... Da hing noch etwas dran. Es hat sich schon wieder rentiert, dass ich, ne... da lang gelatscht bin. Einfach alles mitnehmen, was geht. Oh, Pfeiler. Wieso soll ich meine Waffe ziehen? Das hört sich nicht so gut an, was da unten läuft, aber der Kollege ist ja... Der ist ja... Sie retten. Was ist das denn, was da unten läuft? Na, egal. Boah, kannst du nicht schneller? Kann ich runterhüpfen? Ja, kann ich. So, ja, warte mal. Da vorne sind wir rein. Was ja alles liegt, Alter. Wir wollen doch hier durchgehen, damit wir den Scheißtrick aufheben und der latscht hier einfach brutalst dran vorbei. Weiß auch nicht, was hier, ne? So. Ja, ich komme ja schon. Wo bist du? Junge. Nein. Ich will das nicht schon wieder machen müssen. Bam. Der jetzt? Ja, nimm doch die rostige Axt, Alter. Großer Heiltrank, Spind. Kleiner Heiltrank, her damit. Elixid, jo. 33 Elixid, das ist brutal. Klopapier. Rau, aber erfüllt seinen Zweck. Achso, jetzt habe ich doch das Klopapier. Das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, ich wollte nur das Elixid nehmen. Wofür auch immer wir das brauchen, aber warte mal. Ich habe doch jetzt hier Waffe des Klerikers, hier rostige Axt. So. Was hältst du denn jetzt davon? Hm? So, wo ist der jetzt hin? Ist der hoch oder was? So aus, ne? Ja. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Ja, habe ich schon. Wir gehen weiter Richtung Goliath.
Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xarkor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Das Fieber ist platt! Tja! Also, ob das so mit der Ausdauer so geil ist. Oder ob die nicht einfach zu viel abzieht, das weiß ich noch nicht so genau. Fünfmal kann ich schlagen. Da muss ich erstmal wieder verpissen. Das finde ich nicht so geil. Hier ist schon wieder alles voller Alex. Was mitnehmen? Ne, ich glaube, das war's. Also Zigarettenpackung brauchen wir nicht nochmal, denke ich. Ne, aber das hat mir schon viel hier, ne? Das war's für die Folge. Bis zur Mittagsstunde schlafen. Wird jetzt auch mein Leben wieder aufgefüllt. Ja, das ist nice. Gut, ich glaube, Speichersymbol ist da, aber ich speichere trotzdem nochmal. Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, es war mir wieder eine Freude, ja, und einfach bis zum nächsten Video.